Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Heute geht es um Bildkomposition als Herausforderung. Ich habe mit dem Thema eigentlich immer schon ein Thema. Sprich, mir ist es 100-mal passiert beim Porträt- oder Aktzeichnen, dass ich voller Begeisterung irgendwo angefangen habe, ohne mir vorher großartig Gedanken zu machen, und bin dann mittendrin draufgekommen, hoppla, es gehen die Füße nicht mehr drauf, die Hände nicht mehr drauf, die obere Hälfte vom Kopf nicht mehr drauf. Und es kann super spannend sein, wenn man es absichtlich macht, um irgendwie so mit Ebenen Bildtiefe zu erzeugen. Wenn es einem aber passiert, ist es einfach nur nervig. Und daher habe ich beschlossen, das täglich Zeichnen im Urlaub zu verbinden mit dem Thema Komposition und Hell-Dunkel-Verteilung einfach zu üben. Wobei üben ist eigentlich ein blöder Ausdruck, mir das Thema vorzunehmen, um mich einfach darauf zu konzentrieren, ein paar Tage lang. Dazu habe ich auch möglichst einfaches Material verwendet, sprich Kugelschreiber, Bleistift, Aquarellstift, Farbstift, um mich tatsächlich auf das Thema Hell-Dunkel-Verteilung und Komposition zu konzentrieren und nicht abgelenkt zu sein von Farbe oder allzu vielen Möglichkeiten. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen verkehrt, die zwei. Ein paar andere Sachen waren natürlich auch dabei, die mich gerade interessiert haben, aber grundsätzlich bin ich meistens beim Thema geblieben. Ja, das ist mir manchmal besser und manchmal schlechter gelungen. Meistens war ich eigentlich recht fokussiert. Mich interessieren dann natürlich auch so ein bisschen schräge Themen wie Seilwinde von einem Sonnenschirm, aber ja. Und manchmal ist es mir dann natürlich auch passiert, dass ich wieder versucht habe, irgendwie so zu viele Details reinzubringen, Thema Verfehlung. Mir ist es nämlich auch schon öfter passiert, dass ich irgendwie einen nicht unspannenden Bildinhalt dann mit einer seltsamen, langweiligen Komposition vollkommen zu versenken, wo man dann irgendwie, der Fokus ist nicht klar, die Hell-Dunkel-Verteilung passt nicht, das heißt, man kann es nicht lesen. Der Bildausschnitt ist eben langweilig. Ihr kriegt ja im Normalfall nur die Sachen zu sehen, die ich für gelungen finde, und den Rest enthalte ich euch vor. Ja, und in dem Skizzenbuch ist es im Prinzip das Gleiche, nur in ein bisschen größerem Format. Funktioniert eigentlich nicht besser, im Gegenteil, weil da habe ich wieder die Möglichkeit gehabt, mich in irgendwelche Details zu verlieren, was überhaupt nichts bringt, in dem speziellen Fall. Es gibt übrigens ein recht interessantes, hilfreiches Video eines Malerkollegen, das verlinke ich euch wieder in der Infobox, wie man sich einen Bildausschnittsucher selbst baut. Und so ein Gerät ist wirklich sehr, sehr hilfreich, um sich auf das dann zu konzentrieren, was man sich vorher sinnvoll ausgesucht hat, um eben auch nicht mit 100 Details überfordert zu sein. So. Und auch hier wieder das Thema Lesbarkeit, Hell-Dunkel-Verteilung. Ja. Es wird für mich weiterhin ein Thema bleiben, aber das macht ja nichts. Was wäre der Mensch ohne Herausforderung, gerade in der Kunst? In diesem Sinn hoffe ich, dass ihr das Video mögt. Bitte klickt auf Gefällt mir, Daumen nach oben Button. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.